Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute beschäftigen wir uns mit den 10 längsten U-Bahn-Netzen der Welt. Auf Platz 10 finden wir direkt einen sehr, sehr neuen Kandidaten, nämlich Shenzhen in Südchina. Die Shenzhener U-Bahn wurde Ende 2004 in Betrieb genommen und im Oktober 2016 war das U-Bahn-Netz bereits 285 Kilometer lang und bediente rund 200 Stationen. Bis Ende 2020 sind 435 Kilometer geplant und 2025 sollen es gar mehr als 1000 Kilometer sein, also ein unfassbares Wachstum. Auf Platz 9 finden wir einen doch sehr klassischen Kandidaten auf dieser Liste, nämlich Madrid in Spanien. Die U-Bahn wurde hier 1919 in Betrieb genommen und 2015 gab es hier 294 Kilometer U-Bahn-Länge und 301 Stationen, die angefahren wurden. Auf Nummer 8 finden wir Tokio in Japan. Das größte Ballungszentrum der Welt. Und natürlich hat auch Tokio eine sehr, sehr lange U-Bahn. Braucht man ja auch bei über 37 Millionen Menschen. Die Tokyo Subway misst rund 304 Kilometer Netzlänge auf 13 verschiedenen Linien. 285 Stationen werden in der Region insgesamt angefahren. Auf Platz 7 finden wir wieder einen sehr neuen Vertreter, nämlich Guangzhou in China. Das Netz der Metro umfasst hier aktuell ca. 309 Kilometer sowie 192 Stationen und wurde in der ersten Jahreshälfte 2017 von rund 1,3 Milliarden Menschen genutzt. Wow! Auf der 6 finden wir Seoul in Südkorea. Die Seoul Metropolitan Subway ist ca. 330 Kilometer lang und verfügt über 9 Linien. Auf Platz 5 finden wir Moskau in Russland. Die U-Bahn Moskaus nutzen jährlich 2,3 Milliarden Fahrgäste. Das gesamte Netz misst 346 Kilometer und es gibt 206 verschiedene Stationen. Die Moskauer U-Bahn verzaubert vor allem auch durch ihre architektonische Gestaltung. Das liegt an den wunderschönen Rundbögen, Stuckverzierungen, Wappen, riesigen Mosaiken und Kronleuchtern in der ganzen U-Bahn. Da muss man aufpassen, dass man dran denkt, dass man in einer U-Bahn ist und nicht in einem Museum. Auf Platz 4 finden wir den ehemals größten Konkurrenten Moskaus, New York in den USA. Architektonisch kann New York zwar nicht ganz mit dem Moskauer Pendant mithalten, aber es gibt immerhin 1,76 Milliarden Fahrgäste im Jahr und das Netz misst ca. 380 Kilometer. Berühmt ist die U-Bahn unter anderem durch Woody Allens Stadtneurotiker und natürlich durch viele weitere Erwähnungen in Filmen und Musikstücken. New York hat zudem die meisten U-Bahn-Stationen mit 472. Und nun kommen wir aufs Treppchen, nämlich auf Platz 3. Und dort finden wir die älteste U-Bahn der Welt. Namentlich London in England. Eigentlich heißt die U-Bahn London Underground, aber der Name Tube hat sich mittlerweile etabliert. Eröffnet wurde die U-Bahn bereits 1863, damals hieß sie noch Metropolitan Railway und war dampfbetrieben. Man spricht heutzutage also von der Metro aufgrund dieser Metropolitan Railway. Das gesamte Netz misst 402 Kilometer, verfügt über 11 Linien und 270 Stationen und befördert täglich bis zu 5 Millionen Passagiere. Auf Platz 2 finden wir mal wieder eine chinesische Stadt, nämlich Beijing, die Hauptstadt Chinas. In Peking werden täglich mehr als 10 Millionen Passagiere befördert. Ende 2016 gab es hier 19 Linien, 345 Stationen und ganze 574 Kilometer Schienennetz. Und nun wird es nochmal spannend, wer verbirgt sich auf Platz 1? Es ist ebenfalls eine chinesische Stadt. Es geht um Shanghai, die Megametropole. 364 Stationen, 14 verschiedene Linien und 588 Kilometer Streckenlänge. Unfassbar, aber das ist sicher auch nötig in Shanghai. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare und was ihr als nächstes sehen wollt. Viele weiterführende Links findet ihr jetzt noch in der Videobeschreibung und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Liebe Grüße, euer Urlaubsliebhaber.